Am Donnerstag ist es in Bayern und Sachsen anfangs noch freundlich und bis zu 30 Grad warm. Dann bilden sich teils heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Regional besteht Unwettergefahr. Sonst fällt bei 17 bis 22 Grad anfangs örtlich Regen, später lockern die Wolken auf und es gibt nur noch einzelne Schauer. Am Freitag teilen sich in der Nordwesthälfte Sonne und Wolken den Himmel, Schauer bleiben die Ausnahme. Vom Schwarzwald bis zur Oder ist es dagegen trüb mit teils länger anhaltendem und ergiebigem Regen. Dort werden nur 12 bis 15 Grad erreicht, sonst sind es je nach Sonne 16 bis 20 Grad. Am Wochenende ist es vor allem in Alpennähe und im Osten länger nass und sehr kühl. In den anderen Landesteilen dominiert ein Mix aus Sonne, Wolken und teils kräftigen Schauern, regional sind aber auch freundliche Abschnitte dabei. Es bleibt frühherbstlich kühl.